Hallo zusammen zu einer weiteren Episode von Aufstieg in Odyssee. In der vergangenen Episode haben wir uns angeschaut, wie man am besten die Siedlung Ares Mind farmt. Und in dieser Episode soll es jetzt darum gehen, was wir mit den Materialien machen, nämlich unter anderem die Ingenieure freischalten. Es gibt insgesamt 13 Odyssee-Ingenieure, von denen wir aber nur 6 brauchen, um bis auf Kopfschussschaden alles machen zu können. Diese 6 Ingenieure teilen sich in 2 Gruppen A3 Ingenieure auf, wobei die Ingenieure in jeder Gruppe hintereinander freigeschaltet werden müssen. Beginnen wir mit dem ersten Ingenieur bzw. Ingenieurin aus der ersten Gruppe, Domino Green. Die hier verwendeten Screenshots von den Ingenieuren stammen von der Seite inara.cz. Domino Green hat direkt schon 2 Module, die ich in meinen Lootanzug eingebaut habe. Einmal den größeren Rucksack und den reduzierten Batterieverbrauch. Freischalten kann man Domino Green super einfach. Man muss einfach nur 100 Lichtjahre mit einem Apex Shuttle geflogen sein. Kann man einfach ein paar Mal hin und her gucken, bis man die 100 Lichtjahre zusammen hat. Damit sie uns den nächsten Ingenieur empfiehlt, muss man ihr 5 Einheiten Push bringen. Push findet man typischerweise, wenn man auf Planeten irreguläre Markierungen mit einer Bedrohungsstufe anfliegt. Wichtig ist, dass sie eine Bedrohungsstufe haben. Die irregulären Markierungen ohne Bedrohungsstufe sind noch alte Point of Interests von Horizon. Liefert man das Push ab, bekommt man von Kit Fowler erzählt. Der kann nichts, was für unseren Loot-Anzug von Interesse wäre, trotzdem wollen wir ihn natürlich freischalten. Dazu müssen wir 10 Umfrageergebnisse an einen beliebigen Barkeeper verkaufen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann das auch der Barkeeper eines Carriers sein. Das bedeutet, man braucht im Prinzip nur ein einziges Umfrageergebnis, verkauft das dem Barkeeper seines eigenen Carriers, holt dann das Umfrageergebnis wieder aus dem Carrier heraus und verkauft es erneut und das dann 10-mal. Kann man natürlich auch mit dem Carrier eines Kumpels machen. Das vereinfacht die Sache so dermaßen, dass ich davon ausgehe, dass es sich um einen Bug handelt. Ich würde also meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das ewig so bleibt. Umfrageergebnisse sind Daten, die man am besten von Habitatsdatenports bekommt und das dann am besten bei touristischen Siedlungen. Haben wir Kit Fowler freigeschaltet, müssen wir ihm 5 Einheiten Überwachungsausrüstung geben, damit er uns von der nächsten Ingenieurin erzählt. Überwachungsausrüstung ist eine Ware, die man am besten in den verschweißten Schränken von Kommandogebäuden findet. Haben wir das geschafft, erzählt er uns von Yarden Bond. Sie kann uns das für uns zweitwichtigste Modul für unsere Waffen einbauen, das Audio Masking. Audio Masking ist gewissermaßen ein Schalldämpfer für außerhalb von Gebäuden. Super wichtig, wenn wir später verdeckte Tötungsmissionen machen möchten. Um sie freizuschalten, müssen wir 8 Pläne für Verleumdungskampagnen an einen beliebigen Barkeeper verkaufen. Da gilt die gleiche Vereinfachung, die ich eben schon bei den Barkeepern erzählt habe. Damit ist die erste Ingenieursgruppe vollständig. Kommen wir nun zur zweiten. In der zweiten Gruppe steht am Start Jude Navarro. Er hat für unser aktuelles Ziel zunächst keine Module, wir brauchen ihn aber, um die weiteren Ingenieure freischalten zu können. Um sein Vertrauen zu gewinnen, müssen wir insgesamt 10 Reaktivierungs- oder Wiederherstellungsmissionen abschließen. Ich empfehle Reaktivierungsmissionen, weil die erheblich schneller gehen. Reaktivierungs- und Wiederherstellungsmissionen sind auch Teil des nächsten Tutorials. Damit er uns von der nächsten Ingenieurin erzählt, müssen wir ihm 5 Genreparatursets geben. Die findet man am besten in den verschweißten Schränken von industriellen Siedlungen. So erfahren wir von Terra Velasquez. Sie ist für uns die zweitwichtigste Ingenieurin, weil sie uns einen Neusuppressor einbauen kann, also ein Schalldämpfer für Innenräume. Damit sie für uns arbeitet, müssen wir insgesamt 6 verdeckte Überfälle oder Diebstähle durchgeführt haben. Die verdeckten Missionen werden noch Thema eines späteren Tutorials. Damit sie uns vom nächsten Ingenieur erzählt, müssen wir ihr 15 Finanzprognosen abgeben. 15! Das war für mich der mit Abstand aufwendigste Teil dieser ganzen Ingenieursgeschichte. Man findet sie sehr selten, aber immer noch am besten an den Datenports von Habitatgebäuden in touristischen Siedlungen. Es ist den Aufwand aber wert, denn wir erhalten dadurch Zugang zu Oden Geiger, der Mann mit der Nachtsicht. Um ihn freizuschalten, müssen wir insgesamt 20 biologische Proben, Gendaten oder Genforschung an einen Barkeeper verkaufen. Und hier gilt wieder, zum Zeitpunkt der Aufnahme, der gleiche Trick, den wir eben schon bei den Barkeepern angewendet haben. Damit stehen uns, abgesehen von Kopfschussschaden, alle Waffen- und Anzugsmodule zur Verfügung. Damit haben wir dieses Tutorial abgeschlossen. Bis zur nächsten Episode. See you in the black.